So, und da bin ich auch wieder. Ja, ich habe sie gefunden. Oh nein. Wieder Funkenbruch. Ist wieder auf 60, ist wieder auf 30. Ja, ihr seht sie da oben wieder. Es war die. Ich habe sie vergessen mitzunehmen. Ich. Super. Ja, wie auch immer. Und jetzt haben wir auch die. Hang. Das mache ich hier eigentlich zurück zur Karte. Ich sehe auch wieder schnell. Gut, ihr seht jetzt, abgeschlossen, 100%. Wir haben alles, abgesehen von diesem komischen Glitch-Level, was wir nachher machen werden. So, jetzt erstmal einen neuen Charakter nehmen. Moment. Entschuldigt, wurde kurz aufgehalten. Also, der neue Charakter, den ich hier zeigen wollte, ist... Wo ist er denn? Da. Peng! Ein kranker Commander-Video. So, das ist der Charakter, der mir selbst am ähnlichsten sieht, würde ich sagen. So würde ich mich, glaube ich, auch anstellen. So, also, für alle, die es nicht wissen, das hier ist Super Tofu Boy. Er ist so ziemlich der beste Charakter im ganzen Spiel. Man kriegt ihn nur, wenn man im Spielmenü etwas Spezielles eingibt, was ich wahrscheinlich, vielleicht kann es einfach jetzt sagen. Also man gibt einfach Peter Pfeil ein und dann kommt er, wenn man irgendein Charakter wählt. Dort braten sich gerade eben ein Eichhörnchen und ein Hase, beziehungsweise sie sehen es aus seinem fleißig dabei, da wollen wir sie mal nicht stören. Sag, was kann dieser Charakter? Er kann laufen und laufen, immer noch laufen, ich drücke jetzt mal Sprint. Er kann klein springen und er kommt hier mit Mühe, mit sehr viel Mühe kommt er hier hoch. Walljump kann er nicht, doch, Walljump kann er. Ich wollte schon sagen, ich wollte schon groß protestieren. Ja, aber der ist selbst fürs erste Level noch zu schwach. Falls jemand nicht weiß, was genau es mit ihm aufhat, und zwar hat irgendjemand, ich habe vergessen, wie er heißt, der Name ist mir leider entfallen, der hat eine Protestaktion gestartet, von wegen Super Meat Boy, und für die Vegetarier hat er dann Super Tofu Boy geholt. Und das ist hier so eine kleine Anlehnung daran, eine kleine Anekdote, finde ich ganz lustig, vor allem weil er halt so super ist und mir so ähnlich sieht. Ich bin übrigens auch weiß, ich bin schließlich Gamer, habe auch schwarz unterlaufene Augen und mir fallen die ganzen Zähne aus, weil ich ja die ganze Zeit am Zocken bin und den machen wir nicht Zähne putzen kann. Gut, ich überlege gerade, war es das eigentlich? Ja, wir haben Welt 1 ohne Probleme, Hust, 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 geschafft. Eigentlich wollte ich das in 2-3 Folgen verpacken. Ups. Also echt, ey. Ist sogar noch schlechter als ich. Ja, was drücke ich denn? 1, 7, 8, ja. Die sind alle so gut wie ich. Tja, dann wollen wir zurück. So, dann machen wir beim nächsten Mal das gute Krankenhaus. Ich bin Don Jones. Ja, und ich gehe jetzt erstmal schlafen. Gute Nacht. So, und damit melde ich mich zurück bei Super Meat Boy. Ja, unser Let's Fail schreitet voran. Wir sind jetzt immerhin schon nach, was weiß ich, 6 Folgen oder wie viele es sind. In Welt 2. Aber ich halte jetzt mal gepflegt meine Schnauze und gut ist. The Hospital. So. Und da sind wir auch schon. Ist schon wieder los? Naja. Gehen wir einfach mal rein da. So schwer wird es nicht sein. Wir werden sie einfach alle fertig machen. Ich habe jetzt auch versucht, ein bisschen zu üben in letzter Zeit, weil ich halt etwas schneller auch vorankommen will. Ja, ich finde ja schon was super an. Also ich habe ein bisschen geübt in letzter Zeit, um möglichst, sag mal, um möglichst schnell voranzukommen. Natürlich nur in den Welten von, nur in der Welt 1, da ich den Rest ja noch nicht kenne. Aber ich kenne bis Level Welt 3 oder sowas. Das weiß ich aber nicht genau. Ja, und deswegen, Mist, krass mir gleich einmal voll. Intelligent ist.
Ja, ich hänge in der Wand fest. Warum auch nicht? Glück, dass es hier so viele glitchfreie Level gibt. Rutsch, rutsch rüber. Dann hier drauf. Dann hier runter und dann ab. Na, jawoll. Red A und die Bandage. So, was haben wir denn hier? Viel Spaß. Moment, Pennage-Göffer. Ja. Pennage-Göffer sicher. Hier vor dem Monitor, weil ich vor mich hin. Mensch. Ich habe alle zwei Tabellen verlaufen. Hops. 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 Jetzt sprinte ich. Und trotzdem noch Grenade bekommen. Ein Problem. Juhu, diese Dinger sind echt zum Kotzen. Ja, ihr seht, das sind Ventilatoren. Und hierbei entscheidet es sich auch schon, ob der Charakter schwer oder leicht ist. Zum Beispiel in meiner Video ist, wie ich glaube ich schon erwähnt habe, schwerer als Liebchen hier, als messen wir mal von vorne, als Meat Boy. Ja, das ist logisch, ich meine, so ein ganzer Fernseher mit einem Apparat dran. Er ist natürlich schwerer als so ein halbes Kilo Fleisch. Aber der wird zum Beispiel nicht so hoch geschleudert wie er hier. Und es gibt noch leichtere und die werden noch höher geschleudert und sonst was. So, rüber. Hoch. Suizid. Und hoch. Ich habe jetzt natürlich auch nicht geguckt, wie schnell man hier sein muss. Aber schaffen wir auch so. Ich bin ja so super pro hier drin. Ich bin hier der totale Skiller. Ich hau hier alle aus den Latschen, aber... Gerade so hat mein Skill gerade Urlaub noch. Der kommt erst in 2 Tagen wieder, wenn es wieder heißt, juhu, alle freuen sich auf. Na, ihr wisst wahrscheinlich schon, was ich sagen möchte. Hops. Hops, hops, hops. Nee, wirst du wohl. Hops ist zu langsam. Wie lange darf ich ihn brauchen? 59, ich habe jetzt 10 gebraucht. Ja, das wird schon mal nichts. Hui. Sag mal, irgendwann muss ich entscheiden. So, zum Beispiel. Ja, klappt doch ohne Probleme. Oh. Hui. Aber wir wollen erstmal noch... Mist! Kann man hier vielleicht mal versuchen rüber, oder ist es zu weit? Nee. Zack, zu weit. Vielleicht von hier rüber. No, warum nicht? Springen bitte. Danke. Oder wir machen es auf die altmodische Art. Hops, 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 rüber mit Schuss. Kein Kommentar. Ui. Ich sollte vielleicht irgendwann mal auch die Sprint-Taste loslassen. Ich glaube, das wäre gar kein so schlechter. Boost, boost. Ich glaube, ich sollte die Sprint-Taste mal loslassen. Und das wäre sicherlich nicht... Okay, gut, ich drücke wieder mal die Sprint-Taste. So, und rüber. Und hier höre ich jetzt auf, die zu drücken. Um dann hier rauszukommen. Und wenn ich hier drauf war, dann kann ich so machen. Super. Leck mich doch. Boing. Haben wir es eben erstmal so das Level. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch eine Warp-Zone gibt oder nicht. Ich glaube aber nicht. So. Bei wenig schon mal Grade A. Und haben jetzt alle Zeit der Welt. Probieren wir es mal kurz mit. Wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn. Vielleicht kann uns jetzt ein Sprung helfen, ein bisschen. Mist!
Hops. Ui. Ihr seht schon, er ist schwerer als Meatball. Jawoll. Gut gemacht. Nein! Okay, vergiss das. Du hast jetzt bei mir verschissen. Ich mag dich eh nicht. Scheiß Schwarz-Weiß-Fan, der. Na. Ich hoffe, man hört das Klick nicht. Controller ist nicht so doll. Da ist relativ nah Mikro dran. Das wäre äußerst uncool. Nein! Wieso laufe ich nach links? Was mache ich denn? Aufwärts sprinten, genau. Meatball, du machst mich wahnsinnig. Hui. Aufhören zu sprinten. Ich hab mal hier das Killer. Natürlich nur, wenn Meatball es auch will. Aber er wird ja sogar schon weggedrückt, obwohl er nicht mehr im Strom steht. Ist das nicht schön? Aufhören zu sprinten. Hier hinkommen. Runterfallen. Da. Schon wieder. Er wird nicht mehr berührt von dem Typen. Trotzdem wird er weggeschmissen, bis die gehen werden. Rüber. So. Jetzt hier. Hier dann runter. Alter! Geht's dem aber nicht tragen. Der Scheißverband. Was bildet er sich ein? Nur weil er wichtig fürs Spiel sein könnte. Das lasse ich mir. Das lasse ich mir von ihm nicht spielen. Da bin ich aber gleich weg vom Fenster. Ach Mist. Hat aber doch, glaube ich, Glück gehabt. So, und wenn jetzt gleich was passiert, dann schrei ich. Bandage, danke. Weiter geht's. Lauf! Hat doch gar nichts, Alter. Meatball, du bist erbärmlich. Ich habe hier irgendwie außenrum zufällig. Moment! Vielleicht soll ich vorher nicht schweben, sondern erst danach, aber... Ist auch so. Längst. Oh. Bringt mir das auch was? Nicht wirklich. Zzz und. Zzz und.